Väterchen Frost von Katja Petrowskaja. Gelesen von Manuel Bucher. In der sowjetischen Zeit haben wir Weihnachten am 31. Dezember gefeiert. Mit Tannenbaum, Familie und Geschenken. Und auch Silvester haben wir am 31. Dezember gefeiert. Mit Freunden, Wunderkerzen, Sekt und Salat Olivier, den manche Kinder Salad I Love You nannten. Überhaupt alles haben wir an diesem Tag gefeiert, was es zu feiern gab. Astronomisch, romantisch, infantil. Auch die Magie des Anfangs und die Ironie des Schicksals, wie ein Silvester-Kultfilm hieß. Dieses von der Sowjetmacht konstruierte Fest bestand aus heidnischen, christlichen und kommunistischen Elementen. In ihm mischten sich Utopien und Träume zu einem privaten Wunderfest, das zugleich aber auch öffentlich im ganzen Lande gefeiert wurde. Eine geniale Erfindung, die die sowjetische Gesellschaft besser zusammenhielt als der Weltkriegsmythos und die vielen aufgezwungenen ideologischen Formeln. Ich gehöre zu jenen, die im Winter geboren worden sind und ihre ersten Schritte in Richtung des mit Kugeln, Feuervögeln und Lametta geschmückten glitzernden Tannenbaums machten. Unter seinen Zweigen standen keine Krippenfiguren, sondern Väterchen Frost und seine Enkelin Snegurechka, die aus den russischen Wintermythen stammt und in der Literatur besungen wurde. Aus dem Wunder von Christi Geburt wurde für uns eine glückliche sowjetische Kindheit gebastelt, als wären wir alle weltliche Christkinder, geboren unter dem roten Stern in der Krippe des Sozialismus. In meiner Kindheit konnte man Tannenbäume ab Mitte Dezember kaufen. Man stellte sie am Ende des Monats auf und ließ sie mindestens bis zum Ende der Schulferien am 11. Januar in der ganzen Sowjetunion einheitlich stehen. Daher feierten manche, halb im Geheimen, auch das westliche Weihnachten am 24. Dezember und das orthodoxe Weihnachten am 7. Januar. Ich kannte nur zwei Familien, die das taten. Neujahr feierten hingegen alle. Und am 13. Januar kam noch das alte Neujahr hinzu, ein Tribut an den altrussischen Kalender. In der Perestroika-Zeit wurde das religiöse russische Weihnachten offiziell erlaubt und schon 1990 kaufte ich eine Postkarte, Tannenbaumäste, Kugeln und Kerzen. Ein gewöhnliches Bild. Aber statt frohes neues Jahr stand dort frohe Weihnachten. Und auf der Rückseite stand ganz klein Auflage 5 Millionen. Für die russische Festewillkür gab es mehrere Gründe. Es war Peter der Große, der Russland erst im Jahre 1700, nach der Erschaffung der Welt laut damals in Russland noch gebräuchlichem byzantinischen Kalender, per Ukas an den julianischen Kalender anschloss und den Jahresanfang vom 1. September auf den 1. Januar verlegte. Weihnachten eroberte Russland im 19. Jahrhundert dank der deutschen Prinzessinnen und der Entstehung der dritten Klasse. Niemand aber hatte so viel für die Etablierung des Weihnachtsfestes in der weltlichen Massenkultur getan wie das deutsch-russische Paar E.T.A. Hoffmann und Peter Tschaikowski mit ihrem Nussknacker. Erst 1918 ersetzten die Bolschewiken den julianischen Kalender durch den gregorianischen und holten Russlands 13-tägige Verspätung auf. Die russisch-orthodoxe Kirche hielt jedoch an der julianischen Zählung fest, wodurch uns so viele Varianten des Feierns geblieben sind. Nach der Oktoberrevolution wurde Weihnachten zum Fest der Popen und Kapitalisten erklärt und sollte komplett verboten werden, wie auch die Märchen, die aus der Sicht früherer sowjetischen Pädagogik als schädlich galten, da man noch hoffte, dass der Kommunismus die reale Märchenwelt bringt. Der Weihnachtstag wurde zum Arbeitstag gemacht und man überlegte sogar, die Geburt Christi durch die Geburt der Revolution zu ersetzen und den Jahresbeginn auf den Tag der Oktoberrevolution vorzuziehen. Eine ganze Generation von Kindern hat keine Tannenbaumfeste erlebt, bis plötzlich 1935, kurz vor Neujahr, der Parteifunktionär Pawel Postischew
In einem von Stalin gesegneten Artikel in der Prawda die feierfeindliche Bürokratie kritisierte und das ganze Land dazu aufrief, Neujahr mit einem Tannenbaum zu feiern. So wurde das Weihnachtswunder adoptiert, auf den Jahresbeginn verlegt und von religiösem Inhalt und ethnischen Konnotationen befreit. Das Kind stand im Zentrum, das Kind im Allgemeinen, das sowjetische Kind, ganz gleich aus welcher Ethnie oder Religion. Alle trafen sich am Tannenbaum. Nach den Jahren der Industrialisierung und Kollektivierung, nach der Sprengung tausender Kirchen, der Verhaftung zahlreicher Priester, als die Religion beinahe besiegt zu sein schien, war es nötig geworden, die Familie und den Alltag zu feiern. Den Bethlehemstern hatte man durch den roten ersetzt. Der Tannenbaum sah wie einer der Kremltürme aus, so dass damals einige Kinder, wie auch mein Vater, dachten, dass der Tannenbaum für den Spasskaja-Turm des Kremls Modell gestanden habe. Den Kremlturm mit der großen Uhr, die sowjetische Zeit schlug. Ein Jahr später sollte Stalin sagen, das Leben ist besser geworden, das Leben ist fröhlicher geworden. War es ein Zufall, dass die heidnische Snegoroschka die Hans des halbchristlichen Väterchen Frost zum ersten Mal im Jahr des großen stalinistischen Terrors fand? In meiner Kindheit wussten wir dies alles nicht. Wir waren schon als Wunderkinder in die glückliche sowjetische Kindheit hineingeboren worden, die viele von uns dem angemessen genossen. An meinen Tannenbäumen prangten ideologiefreie Eiszapfenkronen. Ich bekam kostenlose Einladungen zu großen Kinderfesten. Dort wurden jedes Jahr kleine Papiertaschen voll mit Pralinen an alle Kinder verschenkt und meine Eltern bestellten manchmal ein Väterchen Frost zu uns nach Hause. In der Nacht zum 1. Januar gab es im Fernsehen sogar Musik aus dem Ausland. Und morgens lagen, oh Wunder, unter dem Baum Geschenke. Ich hatte ein persönliches Väterchen Frost. Er hieß Jura Semjonow, tauchte plötzlich in unserem Haus auf und lebte ein paar Jahre bei uns. Jura blieb immer zu Hause, immer im Trainingsanzug. Wie viele Jahre er bei uns gewohnt hat, weiß ich genauso wenig, wo er gearbeitet hat oder ob er überhaupt gearbeitet hat. Ihn umgab etwas Rätselhaftes. Später erzählten mir meine Eltern, er sei Elektroschlosser gewesen. Er war der einzige Arbeiter, den ich damals aus der Nähe kannte. Er stammte aus Weißrussland und hatte begonnen, wegen seiner Arbeit zu erblinden. Jemand von unseren Freunden hat ihn zu uns gebracht, vielleicht, weil wir die einzigen waren, die eine Vierzimmerwohnung hatten. Zu Silvester bekam ich Postkarten vom Mars. Ich war 10 Jahre alt. Der Mars schien nicht so weit zu sein, denn H.G. Wells Science Fiction war erlaubt und sein Krieg der Welten über den Angriff der Marsianer auf das Vereinigte Königreich war für uns Pflichtlektüre. Wir waren durch unsere Märchen vereinigt, die nun erlaubt waren, und wir lebten hauptsächlich in diesen Märchen und nicht in der vorhandenen Realität. In einem populären Lied hieß es, dass Kosmonauten und Träumer voraussagten, bald würden Apfelbäume auf dem Mars blühen. Der Mars war sehr nah. Der Mars war unser, unser im Himmel. Und so klingelte es einmal am 31. Ich öffnete die Tür. Vor mir stand ein Marsianer. Meine Mutter sagte erstaunt, »Herr Kosmonaut!« Mein Vater lobte die neue Gestalt von Väterchen Frost. Der Marsianer salutierte, marschierte in seinem Taucheranzug, sagte etwas Unverständliches, oder ich verstand es nicht, weil ich so aufgeregt war, dass ich mich nur an mein eigenes Herzklopfen erinnern kann. Das Väterchen Frost vom Mars schenkte mir ein Plüschhäschen. Und wenn sie das gesehen hätten, hätten auch sie, so wie ich damals, an die überirdische Natur des Väterchen Frost geglaubt. Denn solche Häschen gab es in unserem, vom Defizit gesegneten Geschäft nicht. So eins konnte nur aus dem Weltall, vom Mars kommen.
wo vermutlich auch manche Väterchen Frost wohnten. Vielleicht habe ich dies nur halb geglaubt, aber die Möglichkeit dieses Glaubens war das beste Geschenk. Als Stunden später der verschlafene Jura aus seinem Zimmer kam und ich fast verstand, warum er weg war, sagte ich: »Du hast einen Marsianer verpasst!« Er lächelte, und ich habe ihm das Häschen gezeigt. Ich weiß nicht mehr, was genau in den Briefen vom Mars stand, die ich dann noch ein paar Winter lang bekam. Ich schrieb Antworten an Mars, Väterchen Frost, und warf sie in den Postkasten. Waren mein Vater und Jura in einem Komplott mit den Postboten unserer 3-Millionen-Stadt Kiew? Oder nur unseres Postbezirks mit seinen 100.000 Einwohnern? Mein Vater weiß heute nicht mehr, wer auf die Idee kam, er oder Jura, mir solche Briefe zu schreiben und warum es ihnen so wichtig war, dass ich daran glaubte. Jura verschwand aus unserem Leben genauso abrupt, wie er gekommen war, für viele Jahre. Der nächste Brief von Väterchen Frost kam aus Blagoweschensk. Viele Jahre später. Ich war schon fast mit der Schule fertig. Auf dem Umschlag stand sein Name, die Nummer irgendeiner Anstalt und der Name dieser im russischen fernen Osten liegenden Stadt, deren Namen buchstäblich als frohe Botschaft zu übersetzen ist. Der Umschlag enthielt aber keine. Juras zitternde Handschrift zeugte davon, dass etwas schiefgegangen war in seinem Leben. Er konnte kaum schreiben, aber er schrieb regelmäßig. Er gratulierte mir zum Geburtstag, zum Frauentag am 8. März und ja, zum Neujahrstag. Ich antwortete selten und nur aus Mitleid und Pflichtgefühl und später dann gar nicht mehr, denn die Briefe waren inhaltslos und von einem kranken Menschen. Und ich war jung. Irgendwann erfuhr ich, dass Jura ein Schwerverbrechen verübt hatte. Begeistert von der Baikala-Amurskaja-Magistrale hatte er sich als Freiwilliger für diesen berühmten Eisenbahnbau der Komsomolze gemeldet. Oder war dieser Bau schon fertig und es wurden kleine Städte aufgebaut? Bald litt er unter der sklavenartigen Bedingungen und der Willkür der Obrigkeit. Er hatte einen impulsiven Gerechtigkeitsreflex. Jura zerbrach an seinem Traum. In einer Auseinandersetzung hatte er, Details habe ich niemals erfahren, einen Menschen getötet, einen von seinen Peinigern, wurde als geistig verwirrt eingestuft und kam in eine der schlimmsten psychiatrischen Anstalten, wo er mit Insulin ruhiggestellt werden sollte. Eine langsame, sichere Tötung. Mein Vater konnte sich niemals damit abfinden, dass dieser nette Jura einen Menschen hatte töten können und mit dem, was danach geschehen war. Jura schrieb mir noch viele Jahre lang. Seine Insulinhandschrift wurde immer zittriger, als würde sie zuerst vom Schüttelfrost und dann vom Permafrost des Jenseits mitgenommen. Ich habe diesen Prozess nur beobachtet, als ich zur Uni in Tartu ging, als die Sowjetunion zerfiel, als ich zum ersten Mal in die USA fuhr. Viel später habe ich verstanden, dass die Durchsuchung unserer Wohnung Anfang der 80er Jahre, war ich da 11, und die Beschlagnahmung der Briefe von Jura die Folge seines Verbrechens war und auch meinen Vater, der auch so schon unter keinem guten Stern stand, noch weiter ins soziale Unglück trieb. Und Jura schrieb vielleicht nur mir. Irgendwann kamen keine Briefe mehr. Ich habe kaum bemerkt, wann sie ausblieben. War ich das einzige Kind gewesen, das er beschert hatte? Ich finde keine Erklärung dafür, warum ich so lange an Väterchen Frost geglaubt habe. Ich wusste schon, wie Kinder gezeugt werden und wie die Kernspaltung funktioniert, aber ich ließ in dieser Nacht stets ein Fensterchen offen, damit Väterchen Frost Geschenke unter den Baum legen konnte. Niemals habe ich meine Eltern dabei ertappt. Und so blieb die Kindheit intakt. Man wacht auf, unter dem duftenden Baum liegen Geschenke, die Früchte des Jahres, von einem Wundermann gebracht. Und später liegt das Bäumchen auf der Straße.